Kalle freut sich aber. Es gibt eine Aktion, die heißt Alle für Kalle und diese Kampagne rollt durch die ganze Republik. Die Geschichte geht so, gestern sollte eigentlich die Wohnung von Kalle Gehrig zwangsgeräumt werden. Der Vermieter hatte nämlich auf Eigenbedarf geklagt. Aber er hat die Rechnung ohne die netten Nachbarn gemacht. Hunderte trommeln und tanzen in Köln für Karl-Heinz Gehrig. Sie alle sind gekommen, um den 54-Jährigen vor der Zwangsräumung aus seiner Wohnung zu bewahren. Pünktlich um 8 kommt der Gerichtsvollzieher samt Polizeischutz, will Kalle aus seiner Wohnung holen. Wenn ich auch rausgucke, Leute machen den Daumen hoch, sagen, Kalle, super, und nehme mich in den Arm und drücken mich, Leute, mit denen ich dich noch nicht kenne und... Es fühlt sich toll an. Also anscheinend mögen die mich. Der Vermieter will nach eigenen Angaben die Wohnung ab sofort für sich selbst nutzen. Karl-Heinz Gehrig bezweifelt das, glaubt, dass eine teure Luxuswohnung wie im Nachbarhaus entstehen soll. Luxus-Mieteinnahmen inklusive. Vor Gericht hatte der 54-jährige Mieter keine Chance. Jetzt muss er nach 30 Jahren raus aus seiner Wohnung. Sie müssen beweisen, dass der Vermieter das von Anfang an geplant hat, dass eben der Eigenbedarf nur vorgeschoben war und von Anfang an eine Weitervermietung geplant war. Das ist leider häufig schwierig. Für die Kölner Lokalpolitik ist das Thema längst nicht beendet. Sie fordert mehr Schutz für Mieter. Es darf nicht so sein, jetzt haben wir dann protestiert, dann gehen wir zur Tagesordnung über. Ich finde, dass da der Gesetzgeber erheblich stärker gefragt wird. Das Land hat hier eine starke Stellung, aber auch der Stadtrat muss sich da auch intensiver drum kümmern, ist zurzeit dran, macht es auch. Aber es ist natürlich, die Politik hängt immer hinterher. Immer wieder checkt die Polizei die Lage im Kölner Agnesviertel. Aber bei so einer massiven Sitzblockade ist kein Durchkommen. Die Situation ist zu heikel, eine Eskalation nicht ausgeschlossen. Der Gerichtsvollzieher samt Polizeibeamte rücken wieder ab. Jubel unter den Demonstranten. Das tut gut. Das tut wirklich gut. Ich musste mich eben zusammenreißen, sage ich Ihnen. Also da zu stehen am Fenster, boah, das ist das gleiche Gefühl, das ich hatte, wenn ich das erste Transparent gesehen habe, einen Tag später. Das ist unglaublich, was das eine emotionale Achterbahnfahrt ist. Allerdings ist Karl-Heinz Gehrig klar, dass er früher oder später aus seiner Wohnung raus muss. Dennoch ist es ihm wichtig, ein Zeichen zu setzen gegen überteuerte Mieten in Köln und überall